Hallo und herzlich willkommen zusammen. Wie fast jede Woche begrüße ich euch hier auf der Robotspace Industries Webseite im Release View der Roadmap. Und diese Woche haben wir natürlich noch keine Pünktchen. Ich hatte es euch ja letzte Woche schon erklärt, nächstes Roadmap-Update dieses Jahr kommt erst am 7. Februar, zumindest soweit es uns geplant und gesagt ist. Und wir müssen uns noch etwas gedulden mit den Updates hier in der Roadmap. Ich habe trotzdem wieder ein paar Sachen für euch zusammengetragen. Auch diese Woche möchte ich euch an ein paar Sachen erinnern bzw. zeigen. Und wir fangen mal an mit den Buyback-Tokens. Die gab es nämlich jetzt wieder quasi ausgehändigt an euch in euren Buyback auf der Webseite, quasi auf der Robotspace Industries Webseite. Und hier unten seht ihr auch das Schedule. Am 8. Januar gab es den ersten Buyback-Token dieses Jahr. Alle Leute, die schon Concierge sind hier auf der Robotspace Industries Webseite, also bei CIG, quasi schon $1000 ausgegeben haben, bekommen 2 Buyback-Tokens im Quartal. Und alle anderen bekommen quasi ein Buyback-Token im Quartal, mit dem man sich Dinge, die man eingeschmolzen hat und gegen Store-Credits umgetauscht hat, eben aus seiner Buyback-Übersichtsseite wieder herauskaufen kann. Für Store-Credits. Eigentlich kann man aus dieser Buyback-Liste immer herauskaufen, wenn ihr echt Geld investieren wollt. Wollt ihr das Zeug aber für Store-Credits zurückholen, wie zum Beispiel ein Standalone-Schiff oder ein Paket oder ein CCU oder ein Paint, dann braucht ihr diesen Buyback-Token. Und den ersten davon gab es eben hier, wie zu lesen, am 8. Januar. Der nächste wird folgen am 8. April dann. Und die 8 kommt nochmal vor, nämlich am 8. Juli gibt es dann für das dritte Quartal den Buyback-Token. Und den letzten Buyback-Token für das vierte Quartal werden wir dann am Montag, den 7. Oktober, erhalten. Also, rechnet ein bisschen durch, ob das so reicht mit euren Buyback-Tokens. Ich habe auch schon drauf gewartet, um mir wieder was aus der Buyback-Liste zurückzuholen. Ich glaube, meine Ignite kommt wieder in den Hangar. Oder? Mal sehen. So, das wollte ich euch auf alle Fälle mitteilen. Alle, die drauf gewartet haben und uns jetzt doch vergessen haben, können jetzt mal reingucken und sich für Store Credits quasi was aus der Buyback-Liste zurückkaufen. Was haben wir noch? Subscriber-Promotion gab es letzte Woche und die sieht jetzt mal etwas anders aus. Und zwar hat man nicht nur das Subscriber-Programm, aber auch die ganze Subscriber-Promotion-Webseite aktualisiert. Ich mache es euch mal ein bisschen kleiner. So, dann könnt ihr das besser sehen. Und zwar hier unten kriegt ihr die Informationen, wie das Ganze überhaupt abläuft und was es denn jetzt gibt im ersten Monat 2024. Und wie ihr hier schon auf dem Bild sehen könnt, ist das einiges Verschiedenes. Wir können ja hier eine gelbe Waffe entdecken, hier drüben entdecken wir so eine bläuliche Waffe, dann die Paints an sich und so weiter. Na? Und was gibt es denn da jetzt eigentlich und für wen? Ganz am Anfang wünscht man uns hier ein frohes neues Jahr und teilt uns mit, dass alle Subscriber, heißt also Centurion-Subscriber und die Imperator-Subscriber, beide Subscription-Typen, bekommen hier die Castec Arms Devastator Whirlwind Shotgun. Und das ist quasi das Ding, was ihr hier hinten seht, an der Nox quasi dran angebracht. Nicht an der Nox, an den Piloten der Nox. Hier seht ihr die Castec Arms Devastator Shotgun, die es eben in dieser Farbe, in diesem Blau gibt, für alle Subscriber. Außerdem kommen hier noch ein paar Sachen dazu. Imperator-Subscriber, die bekommen auch noch das Whirlwind Paint Pack mit dazu für den Greycat STV, die Apoa Nox und für den Tumbril Cyclone. Ihr seht es also schon hier hinten. Hier seht ihr ein bisschen türkisenen Cyclone und hier seht ihr die türkisene Nox. Und hier hinten im Bild, ganz, ganz hinten, ist bestimmt ein türkisener oder bläulicher STV zu sehen. Das sind quasi die Dinge, die hier die Imperator-Subscriber noch mit dazu bekommen. Und wie geht's weiter? Man sagt uns hier natürlich noch, dass das Ganze erweitert werden kann. Beziehungsweise gibt es natürlich auch wieder Fahrzeuge des Monats. Dieses Mal sind es für die Imperator-Subscriber gleich 2, nämlich ein Cyclone und die Anvil Spartan. Und den Tumbril Cyclone gibt es auch für die Centurion-Subscriber. Die bekommen allerdings nur das eine Bodenfahrzeug zum Testen. Was bei einem Cyclone, muss ich sagen, ein bisschen mau ist. Nicht mal was zu fliegen gibt es hier. So, und jetzt seht ihr hier die Webseite mal aufgeteilt, wie es jetzt ist. Früher hatten wir das immer schön aufgelistet, dass wir quasi immer ein Bild für den Item gehabt haben, falls ihr euch an letztes Jahr und die Subscriber-Promotions erinnern könnt. Auf der einen Seite war immer ein Bild und es stand dann quasi daneben, okay, das bekommen die Centurion-Subscriber und das bekommen die Imperator-Subscriber. Und dann noch unten drunter kam, das müsst ihr alle im Store kaufen, weil das kriegt keiner kostenlos.
Jetzt ist das hier so ein bisschen in Textform aufgelistet und ohne Bilder. Also man weiß gar nicht so richtig, was kriegt man da jetzt so wirklich, wenn man nicht aufpasst. Und hier ist quasi auch nochmal aufgelistet, dass die Caustic Arms Devastator Worldwide Shotgun rausgeht an die Centurion-Subscriber und die Imperator-Subscriber. Das könnt ihr quasi hier unten nachlesen. Dann die Whirlwind Paint Collection geht eben raus an die oben genannten Imperator-Subscriber. Ne? Das geht quasi an die raus, plus dieses Paint Pack, welches euch ja, Paints für den STV, die Nox und den Cyclone eben gibt, wie wir es oben schon gesehen haben. Und dann hier unten weist man uns ebenfalls noch ohne Bild darauf hin, dass es ja noch ein weiteres Paket gibt, und zwar das Finish Line Complete oder die Finish Line Complete Collection. Und die beinhaltet dann Paints für die Apoa Nox, den Temporal Cyclone ebenfalls und auch wieder für die Greycat STV, plus eine spezielle Edition der Behring FS9. Hat die schnelleres ADS? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall seht ihr hier schon was davon im Bild. Und zwar nämlich den Greycat STV in dem Gelb. Das wäre dann quasi das Paket, welches man sich schon kaufen müsste. Da braucht man allerdings vorher einen Subscriber-Zugang, denn zum Subscriber-Store gelangt ihr nur, wenn ihr schon Subscriber seid bei Robot Space Industries. Hier oben seht ihr dann übrigens die spezielle Behring, ne? Die gelbe. Ja, deswegen dieses Mal ein bisschen anders aufgelistet. Hier unten sagt man uns eben auch noch, okay, hier mit den Fahrzeugen und so weiter läuft so ab. Und ihr, um diese Pakete zu bekommen, heute natürlich ein bisschen spät, weil heute ist schon der 15., müsst ihr nämlich bis zum 15. subscribed haben. Alle Subscriber, die danach subscriben, also am 16. dann zum Beispiel, die bekommen dann erst das Subflare kostenlos, welches es für nächsten Monat gibt. Nicht mehr das für diesen Monat. Ja, und hier unten seht ihr dann gleich direkt, das ist eine weitere Änderung an der Subscriber-Promotion-Seite. Denn Promotion heißt ja, wir wollen was verkaufen. Und diesmal können wir jetzt auch gleich kaufen auf der Promotion-Webseite. Na, ihr seht jetzt hier beides, dass es auch spezielle Offers gibt, also Few-Offers. Könnt ihr dann reingucken. Und das sehe ich jetzt halt zum Beispiel nicht, weil ich kein Subscriber bin. Ne? Aber hier seht ihr die beiden Fahrzeuge, die es letzten Endes betrifft, nämlich die Anvil Spartan und den Temporal Cyclone. Ja, hier unten gibt es dann natürlich nochmal die Auflistung bzw. den Hinweis, dass es die speziellen Kaufmöglichkeiten hier für die Subscriber auch in zwei verschiedenen Stufen gibt. Nicht nur zwei verschiedene Fahrzeuge, beziehungsweise eins mehr bei den Imperatoren, sondern wer hier als Centurion-Subscriber zuschlägt und sich so ein Temporal Cyclone zulegt, der müsste sich mit 12 Monaten Ingame-Versicherung begnügen. Alle Imperator-Subscriber, die bekommen auf ihre Items, die sie kaufen, egal ob es jetzt der Temporal Cyclone ist oder der Anvil Spartan, die Anvil Spartan, ne? Da gibt es dann 24 Monate Versicherung, wie hier nachzulesen. Ja, so viel dazu. Außerdem ja, wird es hier quasi noch ein bisschen Werbung gemacht für beide Fahrzeuge und ein bisschen vorgestellt, was es eigentlich ist, dass das eine quasi ein Cyclone RC ist und natürlich eigentlich, ja, für Performance gedacht ist, ist ein bisschen komisch. Zack. Und hier die Anvil Spartan, die hier ebenfalls nochmal bewoben wird mit ihren Sitzmöglichkeiten und so weiter. Unten der Hinweis, dass natürlich Subscriber auch günstiger etwas von dem Merch bekommen können. Und zwar 10% gibt es hier für Centurion-Subscriber und 15% gibt es oft für die Imperator-Subscriber. Für verschiedenste Items, die ihr hier zum Beispiel durchlaufen seht. Also Produkte, weniger Items. Items seht ihr hier unten. Und da kommt nämlich nochmal der Hinweis, dass solltet ihr so ein Subscription-Item verpasst haben, dann braucht ihr euch nicht grämen, müsst nicht traurig sein. Ihr könnt, wenn ihr eine Subscription euch holt, in den Subscriber-Store reingehen oder ihr sucht euch jemanden, der Subscriber ist, und die können alle Items bis zurück von zu 2014, was ja jetzt fast schon 10 Jahre sind, da haben sich einige Items angesammelt, direkt aus dem Store rauskaufen. Müsst ihr mal gucken, ob da was davon für euch dabei ist. Ja, hier gibt es zum Beispiel verschiedenste Items, ein paar Plushies, Rüstungen, Waffen und so weiter. Pay to win! So, was haben wir denn noch, wo wir gewinnen? Oder verlieren? Ich weiß es noch nicht so recht. Und zwar gab es hier einen speziellen Newsletter letzte Woche. Ein spezieller Sale steht uns hier bei Star Citizen ins Haus. Und zwar eine Art Sale, den wir bisher noch nie hatten. Und zwar ein, du hast da was vergessen, Kauftag.
oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird hier uns drin angekündigt in dieser E-Mail, dass es einen speziellen Sale am 18. Januar 2024 gibt. Das heißt also, diese Woche soll es diesen Sale geben. Und der soll gedacht sein für alle, die eben spezielle Fahrzeuge, die eben im Jahr 2023, also 2023, ne, rausgekommen sind, Bodenfahrzeuge oder auch Schiffe, nochmal kaufen können. Wir haben ja zurzeit noch einen Sale, heute endet auch ein Sale für zwei Schiffe, nämlich die Apoa Sankt Ukai und die X-Reihe der Origin, der Marke Origin quasi, ne? Diese kleinen Hoverbikes. Und die werden höchstwahrscheinlich, weil die ja letztes Jahr in den Sale gegangen sind, nochmal am 18. mit in den Sale gehen. Zumindest gehe ich davon fest aus, was es hier an Versicherungsmöglichkeiten geben wird, ob es die Schiffe und Fahrzeuge dann auch mit LTI gibt, die letztes Jahr Flight Ready rausgekommen wurden oder vielleicht auch konzipiert wurden, ne, als Konzept vorgestellt wurden. Das wissen wir noch nicht. Dazu steht ja auch nichts in der E-Mail und wir kriegen dazu auch nur gesagt, dass weitere Informationen folgen werden. Ich werde euch das natürlich auf dem Discord teilen, sobald es hier irgendwie was Wissenswertes dazu noch gibt, weil nächste Woche, wenn es hier einen Rückblick hier gibt, dann wird es ein bisschen zu spät sein für den Sale. Am 18., ja, der ist nicht ganz so, also so weit weg, ne? Am Donnerstag gibt es dann diesen speziellen Sale für alle, die was verpasst haben. Und hier oben seht ihr zum Beispiel auch schon die A1 angezeigt, ne? Ich sehe das jetzt, dass es eine A1 ist, weil es hier oben Turret gibt, ansonsten wäre es eine C1. Dann seht ihr natürlich die Mirai Fury hier in der Mitte. Oder ganz rechts die neue Drake Cutter Rambler, die ja ebenfalls letztes Jahr rausgekommen ist. Ach nee, gar nicht. Das ist die Scout. Entschuldigung, die hat nämlich den Teller hier oben drauf. Die Rambler ist ja auch noch rausgekommen. Also es wird einige Schiffe im Sale auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, ob ihr was verpasst habt, wo ihr euch jetzt freut. Oh, juhu, das kommt doch nochmal und ich kann es jetzt kaufen. Weil letzten Endes ist ja auch bei der Messe letzten Jahr, bei der IAE, alles im Sale gewesen. Da konnte man ja sowieso alles kaufen. Deswegen, weiß ich noch nicht, ob ich hier zufrieden bin. Kommt auf die Versicherungsangebote an, die uns hier CIG bzw. Robert Space Industries dann letzten Endes macht. Ne? Bin ich auf alle Fälle gespannt und informiert wollte ich euch drüber haben. So, ein Blick in eine etwas fernere Zukunft gibt uns meistens der Sneak Peek. Und den hatten wir diese Woche natürlich auch wieder. In der letzten Woche im freitaglichen Newsletter gibt es dann quasi, wenn ihr ganz, ganz runter scrollt, immer so ein kleines Vorschaubild, beziehungsweise ja, mal was Verstecktes oder was, was gerade in Entwicklung ist. Oder mal eine Szene irgendwie und einen coolen Spruch dazu. Dieses Mal war der Spruch hier zu dem Bild: Don't waste your breath. Was so viel heißt wie, verschwende nicht deinen Atem. Tja, gute Frage, was uns das sagen soll. Derjenige hier hat auf jeden Fall einen schönen Helm auf. Einen Helm, den er höchstwahrscheinlich braucht, um atmen zu können. Ob es jetzt hier dabei um die Rüstung geht oder vielleicht um schon so eine Art Resource Management bzw. Engineering Gameplay mit dem Ausbleiben von Luft und dass wir quasi Luft dann letzten Endes auch in Räume wieder hinzufügen können, was ja kommen soll mit unseren Schiffen zum Beispiel, wenn die auch mal später Luft verlieren können, dass wir die Luft irgendwie wieder herstellen und so weiter. Ob dieses Bild jetzt hier irgendwas mit diesem Thema zu tun hat, ich weiß es nicht. Ich sehe nur erstmal einen neuen Helm, weil der Helm ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Euch fällt vielleicht auf, dass der in der Mitte hier oben so eine Antenne hat und sowas. Und hier hinten die Hörner, die sehen auch eher so, naja, im Nachhinein angepappt aus, sage ich jetzt mal. Also es scheint wohl eher eine Rüstung aus Pyro zu sein. Oder Krimhex-mäßige Rüstung. Und dieser Tunnel hier, der sagt mir jetzt noch nicht so wirklich viel. Könnte natürlich irgendwas mit Pyro zu tun haben. Was meint ihr denn? So, damit haben wir es aber auch für diese Woche. Sneak Peek war das Letzte, was es diese Woche an Informationen, an offiziellen Informationen gab. Es gab diese Woche noch kein Inside Star Citizen und noch kein Star Citizen Live, also quasi in der letzten Woche. Ob diese Woche eins kommt, das werden wir noch erfahren in einem This Week in Star Citizen. Das ist jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht raus, kann ich euch also quasi noch nicht verraten. Wir werden uns auf alle Fälle überraschen lassen und damit wünsche ich euch erstmal eine schöne dritte Woche des Jahres. Kommt auf alle Fälle gut durch die Woche, passt wie immer auf euch auf, bleibt mir gewogen und besucht mich doch mal im Discord oder so. Leute, bis dann. Tschüss.